Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Lockenbox-Video. Wir schauen uns in diesem Video die Februar-Lockenbox an, was da für Produkte drin sind, wie mein Waschgang so war und was ich da für ein Haarergebnis rauszaubern konnte. Wie immer habe ich Ende Februar, also man bekommt sie jeden Monatsende, die Lockenbox zugestellt bekommen und war jetzt hier so von dem Äußeren, ja, konnte ich noch nicht so drauf schließen, was da drin ist und war deswegen sehr offen für Überraschungen. Und wir haben diesmal eine Waschlockenbox. Also es sind ja manchmal so Lockenboxen, die viel Stylingprodukte enthalten. Wir haben diesmal so eine richtig schöne Basic-Pflegeroutine, mit der man die Haare ganz normal waschen kann. In dieser Lockenbox waren 4 Produkte und zwar diese 4 Schätzchen hier. Wir haben ein Shampoo, ein Conditioner, ein Leave-In und eine Haarkopfmassagebürste. Das Shampoo ist mir persönlich komplett neu. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Es handelt sich um die Marke Bouclem, die ihr vielleicht schon aus älteren Videos von mir kennt. Ich habe auch kürzlich die neue Bouclem-Reihe getestet, die extra so versiegelnd und schützend für Haare während den feuchten Jahreszeiten gedacht ist. Aber dieser Curl Redefinite Scalp Exfoliating Shampoo war mir noch gänzlich neu. Wir haben ja ein besonderes Produkt, das so ein bisschen Körnchen enthalten hat, die die Kopfhaut einfach sehr gut von Belagerungen und Ablagerungen befreien können, gleichzeitig so ein bisschen die Kopfhaut stimulieren und so einen Massageeffekt haben. Trotzdem ist es aber wirklich ein Produkt, das wie ein Shampoo schäumt. In der Lockenbox wird jetzt davon gesprochen, dass das als ein Tiefenreinigungsprodukt angesehen und betitelt wird, das man nicht so häufig benutzen soll, also einfach zum Refresh und Haare auffrischen. An anderen Stellen hatte ich jetzt gelesen, dass von den Inhaltsstoffen her das nicht unbedingt ein Tiefenreinigungsprodukt darstellt. Ich glaube einfach, Lockenbox möchte mit diesem Untertitel erwähnen, dass man eben sowas wie so ein Scrub vor allem nicht so häufig oder regelmäßig benutzen soll, weil das auf Dauer auch, glaube ich, ein bisschen reizend für die Kopfhaut sein kann. Aber um zwischendurch mal einfach mal ein bisschen Pflege zu geben, aber auch alles mal runterzuschrubben, ist sowas optimal. Danach dann auch von Bouclem ein Conditioner bzw. eine Spülung. Wir haben den Curl Conditioner, der ultra hydratant ist. Sehr gutes Produkt, ihr werdet es gleich bei meinem Waschgang sehen. Dieses Produkt enthält jetzt wieder Proteine, wenn ich mich nicht irre. Wir haben eine sehr lange Inhaltsstoffliste und auch wieder, viele kennen es ja, den sehr speziellen und auch sehr, finde ich jetzt generell in dieser Lockenbox, sehr parfümierten Geruch von Bouclem, der auch beim trockenen Haaren bleibt, muss man mögen. Hier drin sind wohl keinerlei Proteine. Es ist also tatsächlich ein Produkt, das nur Feuchtigkeit spenden soll. Ja. Wir haben hier einen sehr feuchtigkeitsspendenden Lockenconditioner, der die Haare stärkt und vor Umweltstress schützt. Habe ich also richtig gelesen. Dann kommen wir zu dem Leave-In, das ich persönlich schon kenne, da ich Le Secret Relief schon sehr ausführlich getestet habe, privat und auch über ein Video. Wir haben den Smoothie mit Vanille Ylang und das ist ein Leave-In mit Aloe Vera, Jojoba und ist eine Balance wohl zwischen feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen und Protein. Ich finde aber, es gibt da ja noch andere von Le Secret Relief Leave-In-Produkte. Würde ich den auf jeden Fall so klar in die Kategorie Proteine packen. Der ist Proteine-lastig. Versorgt eure Haare mit Protein, wenn ihr da einen sucht. Haben wir eben Jojoba hier enthalten. Und zu guter Letzt hier diese wunderbare von wieder Rainbow Curls. Das war jetzt ja öfter in den letzten Lockenboxen drin. Da gab es auch mal dieses Haarentuch, was enthalten war, oder mal einen Kamm, eine Bürste. Und jetzt haben wir hier eben diesen, ja, diese Kopfhautmassagebürste, mit der man diesen Scrub, also dieses Shampoo, sehr gut einarbeiten kann und auch hiermit so ein bisschen die Kopfhaut stimulieren, ein bisschen massieren kann, sich was Gutes tut. Schauen wir uns jetzt ohne große Umschweife nochmal meinen Waschgang an. Ich habe meine Haare klitscheklatsche nass gemacht und dann mit dem Bouclem Shampoo gewaschen. Ich habe direkt gemerkt, hier sind so ein bisschen Körnchen drin, die auf jeden Fall ihren Zweck erfüllen werden. Das hat sich sehr gut am Ansatz verteilen lassen, es hat die Haare nicht ausgetrocknet. Habe ich auch danach gemerkt, ich kam mit den Fingern sehr gut durch die Haare, die waren nicht verknotet oder irgendwie so trocken und spröde.
super gut gereinigt, hat schön geschäumt, hat sich wirklich gut verteilen lassen, hat einen angenehmen Geruch, finde ich. Ich rieche nochmal für euch dran. Minzig, leicht, nicht so parfümiert. Gutes Produkt. Hat sich sehr gut angefühlt. Auswaschen, super easy. Ich war überrascht, wie schnell das ausgewaschen war, ohne irgendwie Rückstände zu hinterlassen. Für meine Haare für zwischendurch ist der wirklich sehr solide und sehr gut. Conditioner danach von Bouclem hat auch eine spezielle Konsistenz. Ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Generell Bouclem, so von den Conditionern, von den Leave-In-Produkten, das ist eher alles immer sehr dick und cremig. Und ich finde, das ist immer eher was für Haare, die schwerere Produkte gut abkönnen, nicht so für dünne und feine Haare. Der hat aber trotzdem wirklich sehr gut funktioniert. Ich habe hier gemerkt, trotz dass der hier mit Feuchtigkeit wirbt, hat er trotzdem so ein Gefühl gehabt, wie als wäre Proteine enthalten. Es hat die Haare direkt so richtig schön stark gemacht. Kann auch an den vielen Ölen liegen, die hier drin enthalten sind. Und Fruchtölen und sonstigen Ölen. Da hatte ich so ein bisschen die Sorge, ob das vielleicht die Haare dann doch zu sehr belagert. Hat sich aber extrem gut verteilen lassen, hat sich gut angefühlt in den Haaren, hat sie sehr gepflegt und sich dann auch tatsächlich sehr, sehr gut auswaschen lassen. Vom Geruch her ist der jetzt ein bisschen Bouclem-typisch. Fruchtig, leicht parfümartig riechend, ganz leicht. Es ist sowas kräuterlich-süßliches, das muss man mögen, aber ein wirklich sehr solider, sehr guter Conditioner. Ach so, ja, und ich habe natürlich beim Shampoo verwenden, die diese Bürste auch benutzt, kann ich nichts Negatives sagen. Die hat eine gute Form, da kann sie gut trocknen und es lagert sich nicht viel ab. Man kann sie gut reinigen. Diese Gumminoppen obendrauf sind sehr weich, sehr angenehm für die Kopfhaut. Und um wirklich mal, vor allem bei einer tiefen Reinigung, richtig alles runterzuholen, ist die wirklich sehr, sehr gut, wenn man noch keine hat. Auch weil da oben dieser Griff echt praktisch ist. Man kann hier so schön mit der Hand reinschlupsen und verliert sie nicht, trotz nassen oder glitschigen Händen wegen Produkt. Sehr gute Kopfmassage, Shampoo-Verteilbürste. Leave-In, dann auch wieder in die klitsche-klatsch-nassen Haare rein, habe ich direkt gemerkt, ist ein bisschen proteinlastiger, hat sich aber sehr gut verteilen lassen. Ich nehme hier in letzter Zeit eher ein bisschen mehr, weil jetzt hier auch in der Box kein Gel drin ist, will ich ja ein bisschen ein Ergebnis damit kriegen. Und zwischendurch Proteine tut meinen Haaren manchmal auch ganz gut, da sie ja auch mittlerweile mit Balayage-Technik blondiert sind. Sehr gut verteilen, hat sich der lassen, hat sich gut in den Haaren angefühlt, hat sie gepflegt, hat sie so ein bisschen gebündelt, ein bisschen gepusht und ich wusste, das wird ein schönes, natürliches Ergebnis geben. Durchweg also eine wirklich sehr gute, solide Basic-Waschroutinen-Lockenbox, die ich soweit sehr empfehlen kann. Und wie ich hier stehe, ist mein Endergebnis. Ist schnell getrocknet, war nicht zu viel Produkt in den Haaren, hat sich gut föhnen lassen und ich habe was sehr... Bitte beachten, kein Gel enthalten. Ein sehr natürliches, sehr puffiges, natürliches, schönes Ergebnis, so wie ich es gerne mag. Dass es nicht künstlich oder unecht aussieht, sondern einfach so positiv unterstützt wurde in der Pflege. Proteinlastig, ja, sieht man hier so ein bisschen, finde ich. Dann sind meine Haare nicht ganz so glänzend wie sonst. Ich denke aber, das wird morgen auch noch sehr, sehr gut aussehen. Nicht belegte Haare, nicht beschwerte Haare, gepflegte Haare. Luftig, leicht. Hier die Seite ist generell immer die schönere. Das sieht wirklich fantastisch aus. Und auch von hinten, finde ich, kann sich das sehr sehen lassen. Sehr gut gereinigter Ansatz. Kein Jucken, kein Brennen auf der Kopfhaut. Gefällt mir wirklich gut. Ich denke, wir können uns darüber einig sein, dass die Februar Lockenbox super ist. Vor allem für Einsteiger oder um mal so ein bisschen Bouclem zu testen, ein bisschen Le Secret de Lolie zu testen. Finde ich, diese Produkte sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare zu dieser Lockenbox. Ich guck mal, was ich davon behalte. Ich wollte aber eigentlich gerade schon ausmisten. Lockenbox pfuscht mir gerade da ein bisschen rein. Vielleicht verkaufe ich sie auch so, wie sie ist, einmal benutzt über Instagram. Folgt mir da also am besten auch, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen, hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, gerne Daumen nach oben und Abo dalassen. Viele gucken nämlich meine Videos und abonnieren gar nicht. Dann verpasst ihr künftig auch nichts mehr von mir, nichts auf diesem Kanal oder auch die Tests zu den weiteren Lockenboxen. Vielen Dank, dass ihr wieder bei mir wart. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Februar Lockenbox. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.